Ja, wenn ich den Reden jetzt da Fraktionen zu hoch, dann ist keiner mit dieser Verkehrspolitik zufrieden. Aus selbigem Grunde wurde da die Mobilitätsstadträtin auch im Dezember 2020, weil man nicht zufrieden war, weil sie das Stadtrecht gebrochen hat, abgewählt. Ja, leider Gottes im Jänner 2021, obwohl beispielsweise die Sozialdemokratie am 17. Dezember gesagt hat, dass das Ressort an die Frau Stadträtin zurückgeht, schließen sie von ihrer Fraktion aus. Im Jänner haben sie sich da nicht mehr daran erinnern können. Ja, letztendlich, es hat auch eine Umfrage im Stadtblatt gegeben, wie sehr die Bürger mit der Frau Schwarzel zufrieden seien. 80% haben gesagt, nicht genügend und 8% genügend. Man wisst, wie viele noch positive Meldungen übrig geblieben sind. Verkehrschaos, Mühlauer Brücke, tagtäglich feststellbar. Die Ampeln politisch gesteuert, aufgrund unserer Anfrage, wissen wir das ja mittlerweile auch. Und die Frau Schwarzel beruft sich immer auf die Prioritätenliste des Koalitionsabkommens, was keine Gültigkeit mehr hat, weil damals waren es die vier guten Freunde, die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Das heißt, man müsste, da wird von uns später noch was kommen, diese Prioritätenliste anders anordnen. Es kann nicht sein, dass der Individualverkehr, der einen Großteil des Verkehrsaufkommens aufmacht, an letzter Stelle gewertet wird. So, jetzt ein paar Geschichten von der grünen Märchenstunde. Ich sage nicht Lügen, ich sage Unwahrheiten. Erste Unwahrheit. Kfz-Zulassungen gehen zurück durch diese Aktionen. Falsch. Im Jahr 2012 haben wir 70.700 Kfz-Zulassungen in Innsbruck gehabt. Im Jahr 2020 haben wir 76.000. Ein Plus von 5.200 etwas. Also, erste Lüge. Somit hat der Pinocchio schon eine grüne Nase bekommen. Das zweite ist dann die Klimarettung. Die Grünen wollen das Klima retten. In Innsbruck machen die Grünen das Gegenteil. Durch selbstproduzierten Stau, durch Ampelschaltungen, politisch motiviert, hat der Verkehrsteilnehmer, der die Abgase auslässt, im Auto, Motorrad, wo auch immer, das 5- bis 10-fache an Zeit im Stadtgebiet verbracht und lässt auch das 5- bis 10-fache mehr hinaus. Das heißt, ihr seid verantwortlich, dass wir ein schlechtes Klima haben, dass wir eine schlechte Luft haben, nicht nur im Gemeinderat, sondern auch in der Stadt. Zweite Lüge, man sieht, die Nase wird schon länger. Wenn ich 10 Minuten Zeit habe, weiß ich wahrscheinlich bis beim Bürgermeister drin, habe ich aber leider nicht da. Dritte Lüge. Fahrradzählstelle zählt doppelt, wenn das Fahrrad drüber fährt. Das heißt, es gaukelt der Bevölkerung zu, vor wie viel da mehr Radl fahren und dabei zählt die Radfahrer doppelt. Vielleicht so ähnlich wie bei der Entleihung des Stadtrates, man weiß es nicht genau. So, jetzt haben wir schon einiges gesehen. Ich bitte, mit dem Wort Lüge vorsichtig umzugehen. Herr Bürgermeister Unwahrheit, ich rede weiter, das ist meine Zeit. Gell? Also, wie schaut die Zukunft aus? Wir werden heute einen Antrag einbringen, dass die Prioritätenliste der Verkehrsteilnehmer neu zu überdenken ist. Wir werden einen Misstrauensantrag einbringen, wo wir fordern, dass der Frau Uschi Schwarzel das Amt, das Ressort entzogen wird. Ich habe es vor einem Jahr alle einen Fehler gemacht, die meisten wissen es eh. Einen Fehler kann man einmal machen, wenn man das zweite Mal macht, wird es kritisch. Überlegt es euch. Im Februar, Gemeinderat, wird darüber abgestimmt. Und die weitere Zukunft wird sein im Jahr 2024, so lange wird die Wahl dauern, wenn wir Stadtsenat stärker haben und ich werde das Verkehrsressort zumindest schon mal versuchen zu bekommen. Danke.